Dann zeigen wir euch jetzt nämlich mal die Katzenfarm. Wir gehen jetzt Tennis spielen! Wir werden jetzt gerettet. Jetzt kommt der gefährlichste Part vom Jetski-Fahren. Guten Morgen und ganz herzlich willkommen zu diesem neuen Video von uns. Wir nehmen euch heute einen Tag mit auf Mallorca. Wir sind hier nämlich nicht nur zu zweit, Lucy und ich, sondern... Hier sind noch ganz viele andere Menschen. Wir haben nämlich hier das Family-Bed gemietet. Lisa ist hier mit dabei und Mathis und Tom. Aufwachen. Aufwachen. Er ist ganz glücklich, das kann ich euch in Zeichensprache zeigen. Das Problem ist, in den anderen Zimmern funktionieren die Klimaanlagen nicht, deswegen sind wir alle hier gestrandet. Ja, ich habe gestern einen Schock bekommen. Also eigentlich ist das hier mein Bett. Und dann haben sich diese Menschen einfach noch dazu gesellt. Frech, oder? Frech. So geht's nicht. Und wir haben hier diesen traumhaften Ausblick. Leute, schaut euch das mal bitte an. Wie geil ist das? Wie geil ist der Pool? Ja, den werden wir euch gleich auch noch zeigen. Es ist jetzt schon der vorletzte Tag, Leute. Ja, eigentlich der letzte richtige Tag. Morgen früh fliegen wir zurück. Wie traurig ist das? Das ist noch trauriger als das, was Ella gerade gesagt hat. Ja, aber das ja. Beste kommt zum Schluss. Und deswegen bringen wir heute ein Video. Ella, ja. Ich habe einen Wunsch. Wir würden gerne Frühstück ans Bett bekommen. Ah, das wäre ein Traum. Wir drehen nämlich heute ein Video. Die Frauen machen alles für die Männer. Das ist nicht das Video, ehrlich gesagt. Sehr schön, wir sind nämlich 7 Frauen und 2 Männer. Also, los geht's. Was sagst du dazu, Lucy? Ich sag, die Männer müssen das Frühstück ans Bett bringen. Ja, weil die in der Unterzahl sind. Ein Traumurlaub? Ist so. Ja. Leute, lass eine Abstimmung machen, oder? Mit den anderen. Oh ja, wir machen eine Abstimmung einfach. Ja. Und ihr seid wie immer in der Unterzahl. Lucy, wieso klingst du eigentlich wie ein Mann? Ich würde sagen, Lucy ist gleich auf unserer Seite. Ihr seid so fies. Lena, was hast du gesagt? Frühstück ist fertig. Frühstück ist fertig. Ja. Ist zwar kein Frühstück ans Bett, aber immerhin ist Frühstück schon fertig. Das ist unsere Hausmutti Mara. Was machst du da? Ich mach Frühstück für meine 9 Kinder. 9 Kinder? 8 Kinder. Und was gibt's? Lecker Rührei und Bagels, wie seit Anfang der Woche jeden Tag. Und Ines ist für die? Guacamole zuständig. Nice. Jetzt gehen wir mal raus. Das hier ist der wundervolle Garten. Ohne Nachbarn. Wow, die waren schon richtig fleißig. Also ich habe das Gefühl, wir sind hier wirklich die Langschläfer. Die anderen stehen schon immer morgens auf. Und ich habe jetzt auch schon gesagt, Leute, weckt mich einfach. Wir müssen ja, eigentlich... Alter, sind's auch mal aufgestanden. Du hast länger geschlafen als ich, ja? Oh mein Gott. Ich habe nicht geguckt, was du gemacht hast. Bei uns gibt es jeden Morgen getoastete Bagels. Wer hat diese Kiwi so geschnitten? Lena. Lena! Okay, wir füttern jetzt unsere anderen Kinder, die kleinen Kätzchen. Und Mara hat sich dafür diese Schlappen ausgeliehen. Das sind Gassiletten mit Clooney drauf. Ich habe auch noch Katzenspielzeug. Willst du was mitnehmen? Dann zeigen wir euch jetzt nämlich mal die Katzenfarm. Wir haben hier locker wie viele Katzen? 10. 10 Katzen. Also, ihr müsst euch das anschauen. Die sind so, so zuckersüß. Und die haben auch alle Namen von uns bekommen. Die sind hier ja schon seit einer Woche. Ja, das machen wir. Oh mein Gott, wir haben auch Küken. Das sehen wir heute zum ersten Mal. Seht ihr die? Leute, wie niedlich. Und hier im Haus, weil es gerade ein bisschen regnet, sind die Kätzchen. Kommt her. Die haben euch ein Spielzeug mitgebracht. Die haben natürlich immer noch ein bisschen Futter. Oh, wie süß. Da seht ihr schon das erste Exemplar. Das ist Ned Red. Das ist Ned Red. Und das ist Jessica. Das ist die Mom. Und Jacqueline. Das ist Jacqueline, genau. Der Rest ist gerade unterwegs. Die sind einfach so, so süß. Das ist unfassbar. Also wir haben gerade gesehen, sie haben noch Futter. Wir schauen einfach später nochmal nach. Ja. Und dann legen wir nochmal was nach. Das ist wirklich die schönste Katze von allen. Die ist einfach so wunderschön. Die hat einfach blaue Augen. Die chillen hier irgendwie alle immer zusammen. Richtig niedlich. Und das ist Karl Theodor. Hi, Julius. Ach so, sorry. Du wirst es nie lernen. Jetzt habt ihr schon mal so einen kleinen Eindruck von unserer Katzenfarm. Und jetzt gehen wir auch schon mal zum Frühstück. Lecker, lecker. Hier kommt eine Anleitung, wie man sein Bagel belegt. Man schmiert erstmal ganz viel Philadelphia drauf und dann kommt die Guac. Und wer möchte, kann dann noch ein bisschen Rührei packen. Welcher Mensch hat sich hier ein halbes Bagel genommen? Nein, das war so in der Verpackung, da habe ich trotzdem gemacht. Ich glaube, ehrlich gesagt, Lena hat die andere Hälfte schon gegessen. Wer isst denn ein halbes Bagel? Das ist die Frage. Man isst das so. Und nee, so esse ich das auch nicht. Doch. Ich esse auch so eine Hälfte. Aber wer schmiert das so, dass hier in der Mitte... Ja, das sieht halt schön aus. Nee. Doch. Das macht keiner so. So.
Oh, nice. Wir sind hier gerade bei den Tagesplanungen. Wir leben hier nämlich immer in den Tag rein. Und was steht zur Auswahl? Bootfahren. Und wie schmeckt sie? Bombastisch. So, jetzt probieren wir diese Kiwi. Kann man die mit Schale essen? Ja. Ich habe eine Frage an euch. Und zwar mögt ihr normales Nutella? Also ich liebe normales Nutella. Aber wir haben hier halt auch dieses hier. Das haben wir früher halt auch immer gegessen. In unserer Kindheit. Das mag ich auch richtig gerne. Schreibt mal gerne in die Kommentare, welches ihr lieber mögt. Normales Nutella oder sowas? So eine. Und ich habe noch eine Frage. Warum isst du Frischkäse mit Nutella? Ich finde, das schmeckt richtig gut. Mögt ihr das nicht? Nee. Bin ich jetzt komisch? Cool? Echt? Das habe ich noch nie gegessen. Also ich muss sagen, Butter und Nutella finde ich richtig ekelig. Aber das finde ich richtig lecker. Was machst du da? Ich esse Nutella mit Bananen. Das kommt nämlich aus meiner Kindheit. Das ist auch richtig gesund übrigens. Jetzt verbreite hier mal keine Lügengeschichten. Ich habe mir jetzt ein typisch spanisches Brot gemacht mit Öl, Tomaten und Salz. Darf ich mal probieren? Sieh. Ich dachte erst, es wird richtig komisch mit diesem Öl. Aber es schmeckt voll lecker. Mhm. Danke, dass Stopp. Du mir auch eins gemacht hast. Das ist ja richtig lieb. Nein. Oh Gott. Das ist eine tolle Tierdokumentation. Was sagen Sie zu diesem Erlebnis? Ah, wundervoll. Wundervoll. Seid ihr fertig? Also es ist echt ein bisschen voll, wie man sehen kann. Und jetzt sind irgendwie hier so Dinge abgefallen, aber Mara macht die einfach wieder dran. Schaut euch das Vibes. Mal an. Wow. Wow. Das ist schon richtig krass, muss man sagen. Aber wir hatten auch Lucy dabei und sie hat das Ganze nicht so entspannt gesehen, falls wir ein Messer falsch hingelegt haben. Leute, habt ihr euch das eigentlich schon angeguckt, wie ordentlich das ist? Ja! Yeah. Gut, dann ist ja gut. Wow! Schaut euch mal die Mom an, wie süß kann man sein. Sie frühstückt hier jetzt auch noch mal alleine, denn wir gehen jetzt Tennis spielen. Und wir haben uns jetzt schon alle richtig schön angezogen. Bewaffnet. Was ist das denn? Das ist Summer in the Air. Summer in the Air. Also Lucy nimmt das Spiel, glaube ich, richtig ernst, ja. So wie du aussiehst. Und ja, Mara auch. Und Lisa hat einfach ihren Basic-Look an. Ja. Ich habe mir noch einen Tennisrock angezogen. Ich weiß auch gar nicht, warum wir hier so ein ganzes Tennis-Outfit dabei haben. Ja. Obwohl wir gar nicht wussten, aber es ist bei uns eine Leidenschaft. Wir spielen jede Woche Tennis. Wie oft spielen Sie Tennis? Ich stehe heute das erste Mal auf dem Platz, aber ich spüre tief in mir, es ist was mich mein Leben lang begleiten wird. Perfekt, dann würde ich sagen, ab geht's, wir gehen los. Aber ich finde, das ist eigentlich das perfekte Wetter. Weißt du, es ist nicht zu warm, es ist einfach perfekt. Oh, hier sind noch weitere Schläger, Leute. Oh, gut. Hast du Bälle genug? Ich habe gar keinen. Leute, aber ich muss euch noch was sagen. Wir haben leider kein Netz. Netz. Oh, ich glaube, ich spiele kurz mit und dann werde ich joggen. Auch gestört. Oh Mann, ey. So sieht der Tennisplatz aus. Wow, also hier kann man auch viele andere Spiele spielen, wie Fußball, Basketball. Alles ist möglich, aber wir haben uns natürlich für Tennis entschieden. Ich muss sagen, ich finde Tennis richtig, richtig cool. Wenn ich nicht reiten würde, dann würde ich safe Tennis spielen. Eben. Also bei diesen Outfits. Bei uns geht es nur um die Outfits, wie ihr merkt. Hauptsache, wir sehen gut aus. Entschuldigung, Lisa, was machen Sie da? Das ist die falsche Sportart. Versuch noch mal einen Korb zu treffen. Und sie macht ihn nicht. Und sie macht ihn. Nochmal. Und sie macht ihn. Wow, einfach beim ersten Versuch. Wie krass. Das ist so gut. Aber heute spielen wir keinen Basketball, sondern Tennis. Tom ist jetzt gekommen, um uns ein Netz zu bringen. Das haben wir nämlich vorhin nicht gefunden. Ist mega gut. Vielen Dank. Ah. Das sieht gut aus. Aber irgendwie hängt das Netz ein bisschen durch. Also, ich finde das Netz so gut. Hä? So sieht es aber wirklich ganz gut aus. Aber Leute, an sich finde ich es in Ordnung, oder? Also, ganz ehrlich. Das reicht uns. Höher können wir sowieso nicht spielen. Besser ein Netz als gar kein Netz. Ihr seht aus wie bei Wii. Mach mal diese Wii-Figuren. Und dann so wedeln mit dem Ding. Okay, Leute. Ab jetzt ein Match. Mara und Hella gegen Lucy und Lisa. Oh, gut, dass wir ein Netz haben. Ein Punkt für uns. Okay, wir spielen bis 3. Es steht 1-0. Wow. Okay, kein Aus. Na dann. Oh,
1-1. Ja, 2-1. 2-1. Das ist unser Match, das ist unser Spiel. Wow. Das darf man machen. Ja, genau. 3-1. 2-2, Leute. 2-2. Was war das denn? 3-2 für Team L. L. Für Team L. L steht für Loser. L steht für Lisa und Lucy. So, wir spielen jetzt noch ein Freundschaftsspiel hinterher. Wow, auf einmal könnt ihr es. Oh. So. Entspannter Gang. Wow. Wow. Jawohl. Oha! Ja? Nochmal machen! Ja! Weiter, komm! Zähl noch! Gut! Ist noch drin? Ja? Mach du! Warte! Okay, das war's. Unentschieden. Ja, Frau Mara Thalia-Palt, Sie haben ja heute den Man of the Match Award gewonnen. Was sagen Sie zu Ihrer Leistung? Wir haben ihn zusammen gewonnen als Team. Das ist eine große Ehre. Also wirklich, wir werden definitiv uns noch ein zweites Mal auf dem Platz stellen und mal gucken, was die Zukunft für uns bringt. Aber ich sehe uns nächstes Jahr bei Olympia. Auf jeden Fall, ich uns auch. Viel Erfolg mit der Qualifikation und dann danke fürs Interview. Dankeschön. Tschüss. Jetzt kommen wir zu den Wimbledon-Siegern. Herzlichen Glückwunsch zum Sieg. Danke. Wie war's? War natürlich nicht unerwartet. Ja. Das ist eigentlich die Pressesprecherin. Ja. Wir brauchen Untertitel. Danke fürs Interview. Good match. Wir ziehen jetzt dieses Teil raus. 1, 2, 3. Nochmal. 1, 2, 3. Oh mein Gott, das steckt so in dem Boden drin. Tom, Schiri. Alter. Nicht nur hier, auch hier, ne? Mit Gefühl, 1, Leute. 2, 3. Ja! Nochmal. 1, 2, 3. In der Zeit, wo die anderen Tennis gespielt haben, habe ich Basketball gespielt. Und ich zeige euch jetzt mal meine Skills. Ja, danke. Mega gemacht! Ich weiß, danke. Warte, wir schneiden jetzt einfach so. Warte. Okay, ich filme einfach nur da oben den mit 3-3. Warte, ich mach noch einen bisschen weiter weg. Ihr müsst jetzt so gucken, so. Ja, okay, so. 3 ist 1. Ja, danke. Mega gemacht! Ich weiß, danke. Da so anstrengend. Jetzt erstmal 100 Liter trinken. Wattengame. Das sind die Flaschen, die wir brauchen. Soll ich das auf Ex trinken? Oh. Lea, alle. Hä, und was mit der? Psst. Das schneiden wir raus. Was ist der nächste Programmpunkt, Hella, nachdem du Maracuja-Saft getrunken hast? Das schmeckt richtig lecker. Für uns geht's jetzt los auf ein Boot. Aber die Jungs machen was anderes. Aber wir gehen auf ein Boot. Und die Jungs, damit sind auch Ines gemeint. Die Jungs. Darf ich vorstellen? Die Jungs. Sabrian. Und? Ingo. Jetzt geht's für uns ins Auto und ja, Lisa und ich haben den besten Platz hier hinten im Kofferraum. Es ist hier gar nicht mega eng, wie man sieht. Die Beine sind komplett eingequetscht, perfekt. Also wir wollen jetzt gerade eigentlich zum Boot, aber eine Sekunde ohne die Jungs und wir landen hier. Ich glaube, hier können die uns in 4 Stunden wieder abholen. Wir brauchen kein Boot. Wir brauchen gar kein Boot. Wir gehen einfach hier in den Laden. Hat überhaupt irgendjemand Geld für uns dabei? Nein. Wir haben kein Geld. Nur shoppen, nicht kaufen. Genau. Leute, ich glaube, wir müssen zum Boot. Wir treffen uns jetzt mit den ganz üblen Gestalten Mallorcas. Hier, der Pirat. Das ist einfach das Profilbild von ihm. Von dem Bootsvermietungstypen. Und jetzt suchen wir ihn mal. Mal sehen, ob wir ihn finden. Ist hier ein Pirat?
Wir suchen einen Piraten. Ja, guck mal, doch, das ist der. Ja, Lena ist sich sicher. Es wird der Pirat sein. Der sieht auch so ein bisschen aus wie aufgenommen. Auf Profilbild, ne? Ja, ich finde ein bisschen weniger Bart. Wir haben ihn endlich gefunden. Hier ist er auch schon. Und unser Boot ist da hinten. Leute, das ist eine Mini-Yacht. Wir haben das beste Boot bekommen. Wow, Leute. Es ist halt ein traumhaft schönes Boot. Das Beste im Urlaub sind diese Bootstouren. Ist ja. Das, dass einen Mann gefunden hat. Mich. Also die zwei machen hier entspannten Pärchenurlaub. Ich würde sagen, Leute, wir gehen. Wer ist der Bootsfahrer? Wer ist der Captain? Ich bin der Captain. Okay. Oh, Captain. Oder mein Captain. Oder ist vielleicht auch das ein besserer Captain? Ich glaube nicht. Ich bin hier zum Entspannen. Und ich bin nicht dafür verantwortlich, dass das Boot untergeht. Klau mir nicht meine Frau. Das ist meine. Wow. 2 Meter auf dem Boot und wir denken schon, wir gehen unter. Wow. Hier wurde gewechselt. Der erste Captain hat schlapp gemacht und Hella übernimmt die Lage. Leute, es macht riesen. Man denkt zwar, wir gehen unter, aber das ist für mich. Und Steuerbord voraus! Voll der Gechillte. Ich bin ein gechillter Captain. Wir haben jetzt endlich ein richtig schönes Örtchen gefunden, nachdem wir 1,5 Stunden hier schon unterwegs sind, wo wir entern wollen. Ich meine, den Anker rausschmeißen wollen, natürlich. Warum soll ich die ganze Zeit entern? Das hört sich an wie Kentern und das wollen wir ja absolut nicht heute. Also wir werden hier gleich den Anker rausschmeißen und dann einfach mal chillen. Und hier sieht so wunderschön aus. Schaut euch das an. Guckt euch das an. Seht ihr das hinter mir? Ich habe jetzt endlich ein Geburtstagsgeschenk für mich gefunden, Tom. Also wenn du dieses Video siehst. Ich habe wirklich nur ganz wenige Ansprüche, aber das wäre schon toll. Okay, Hella, was ist uns gerade passiert? Der Motor ist plötzlich einfach von sich aus ausgegangen. Und dann stand einfach Battery low. No Battery stand da plötzlich. Und wir waren so, hä, wie kann das sein? Hier stand ja 55%, also es reicht eigentlich noch. Aber Leute, wir müssen danach wirklich straight nach Hause. Weil wir haben ja wirklich die Hälfte verbraucht. Nein, nein, wir haben 65. Ach so, Leute. Alles super bei uns. Wir haben endlich einen Ort gefunden, wo wir den Anker rausschmeißen konnten. Das war gar nicht so einfach, denn wir haben nicht so ein langes Seil. Und außerdem ja, dürfen wir es ja auch nicht in die Steine schmeißen. Wir müssen einen sandigen Untergrund finden. Das haben wir jetzt endlich gefunden. Und ja, jetzt bin ich gerade dabei, mich einzucremen, denn das ist sehr wichtig, meine Freunde. Ich habe hier Lichtschutzfaktor 50+. Das ist sehr wichtig. Ja, und jetzt genießen wir die Zeit hier. Was machst du da auf der Reling? Wir können sie stechen. Ja, also wir wollten gerade den Motor starten und jetzt funktioniert das aber nicht mehr. Starte den mal. Also der geht halt gar nicht. Wie man sieht, sieht man nichts. Es passiert einfach nichts. Ja, und jetzt haben wir die Frau einmal angerufen von diesem Bootsverleih und sie meinte, wir wollen jetzt einfach ganz kurz warten, ein paar Minuten und es dann nochmal probieren. Hi, hier ist Lucy Springer. It's not working. No, it doesn't make any noise. So you turn the key and it doesn't have like a thing. Und während die Mädels auf dem Boot sind, werden wir die Männer. Die Männer. Jetski fahren. Hey Jungs, was sagt ihr dazu? Wir haben richtig Bock. Falsche Stimmlage. Wir haben richtig Bock. Das ist schon besser. Ja, wir suchen jetzt gerade die Jetskis und dann geht die Post ab. Extra schnelle Brille aufgesetzt. Okay. Das hier ist der Weg zu den Jetskis. Oh, hier sind Fischis. So, hier wird es jetzt ein bisschen safer. Okay. Es geht los. Tom, wie ist die Lage? Ja, ist krass, ne? Ich bin so rübergeflogen.
Jetzt kommt der gefährlichste Part vom Jetski-Fahren. Der Weg zurück. Nicht, dass man hier ins tiefe Wasser fällt. Zu den Fischis, die einen aufessen. Wir werden jetzt gerettet. Endlich. Wie sind wir schon wieder in diese Lage gekommen? Es funktioniert jetzt mit irgendjemandem. Es funktioniert auf jeden Fall nicht. Toll. Wir müssen jetzt hier das Boot festhalten, sein fettes, geiles Boot. Damit werden wir einfach nach Hause fahren und wir lassen ihn einfach hier. Die Mädels holen den Anker rein. Er ist bereit, uns abzuschleppen. Lisa, wie weit sind wir jetzt entfernt? Was denn? Wir sind, glaube ich, eine Stunde entfernt. Oh, jetzt noch eine Stunde hier so durchs Boot tuckern. Leute, wir haben gerade schon gesagt, es wären einfach nicht wir, wenn alles gut laufen würde. Wir sind jetzt endlich wieder am Hafen angekommen. Leute, wie fandet ihr die Fahrt? Mega. Aufregend. Also es war wirklich nicht so schlimm, wie wir gedacht haben. Es hat eigentlich Spaß gemacht. Cool, also es war vor allen Dingen entspannter als die Fahrt eigentlich. Also es hätte uns schlechter treffen können, wollte ich sagen. Dann lässt man die Frau mal einmal allein mit dem Boot los. Dann passiert das. Was könnt ihr eigentlich? Das war so klar, dass sowas passiert, ne? Wenn man euch mal einmal alleine loslässt. Vor allem, wo wart ihr? Wart ihr da ganz hinten wieder? Ja, nee, andere eine Stunde entfernt. Eine Stunde entfernt. Stunde 20. Boah, musste er erst jetzt eine Stunde mit euch aushalten auf diesem Boot? Nein, er ist gerade dazu gestiegen. Ah, okay. Ja, hat noch. Ich wollte schon mein Beileid aussprechen. Oh mein Gott! Fazit zu eurer Bootstour. Es war ultra witzig, es hat so viel Spaß gemacht. Aber dass das Boot einfach nicht mehr fährt, das war natürlich richtig ärgerlich, weil es so ein cooles Boot war eigentlich. Und jetzt geht's lecker essen. Genau. Let's go, Leute. Wow, romantico. Grüße gehen raus an Tassia. Ja. Die Empfehlung. Sie hat uns hier schon wieder so ein tolles Restaurant rausgesucht. Und hier gibt's richtig leckere Tapas. Seid ihr dafür, dass wir uns so Tapas teilen oder so? Ja. Ja, aber ganz ich finde das richtig cool. Ja. Richtig viel. Und Brot mit Aioli. Das war klar. Und man isst hier jeden Tag Brot mit Aioli. Und er sagt immer nicht Aioli eigentlich, sondern Aioli. Es ist hier gefühlt alles schon aufgegessen, aber hier sind noch ein paar Datteln im Speckmantel. Was haben wir hier? Wokgemüse. Leute, jeder sagt jetzt einmal sein Highlight. Was macht es im Speckmantel? Was schmeckt euch mein am besten? Mein Highlight. Das Ziegenkäse. Schmeckt ihr auch der Ziegenkäse am besten? Mara, was ist gerade passiert? Sie dachte, es wäre Ziegenkäse und das war Fisch. Und sie ist seitdem sie 6 ist Vegetarier. Ich fand die Datteln im Speckmantel am besten und die Garnelen. Aioli? Aioli auch. Aioli steht halt ganz oben, deswegen spreche ich euch. Und du? Ich fand die Garnelen am besten. Ich fand den frittierten Tintenfisch am geilsten. Der war echt richtig lecker. Der ist auch geil. Ich fand das Pfalz Ravioli am besten. Okay. Das stimmt. Für jeden ist hier was dabei. Wie heißt der Laden? Es Moli. Ja. Also Leute, nur zu empfehlen. Falls ihr mal auf Mallorca seid, dann müsst ihr nach Santani. Direkt nach einer Sekunde wieder vergessen. Nachtisch. Lecker. Was haben wir hier? Das ist so ein Mousse au Chocolat. Das ist Mousse au Chocolat? Okay. Was hast also du? Also nicht Mousse au Chocolat. Wir haben ein Ananas Carpaccio mit Kokoseis. Panna Cotta. Panna Cotta und Tiramisu. Ich werde wie immer gefragt. Guten Appetit. Und noch halt Mara fragen. Ach so. Oh, wie lieb, dass du mich fragst. Ich hab Mandelkuchen. Okay, das war's mit dem Video. Danke fürs Zuschauen und bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Tschüss.